Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Let's Play. Und zwar spielen wir heute endlich, ich habe mir ja letztens einen neuen Computer gekauft mit der GTX 500 Titan 3000 K 5 Millionen und von Y und habt jetzt hier gerade die ultimative Rechenpower mit 500 Terabyte RAM und natürlich auch dem Asus Intel G527 Trillionen Fantastilliarden KG Punkt Gedöns Rechner und wir müssen damit jetzt hier endlich diese Rechenpower ausnutzen. Ich habe 5000 Euro dafür ausgegeben und natürlich ohne 0% Finanzierung und habe nun quasi die Rechenpower, die wir brauchen, damit wir unsere Let's Plays noch besser machen können, damit wir noch schönere Grafik haben. Und was würde sich besser eignen, als diese Power ganz auszunutzen, als natürlich hier der Klassiker, nämlich Solitaire. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Man verschiebt hier seine ganzen Karten umher und schon nervt das Spiel so, dass man es gar... Ach so, ich muss da jetzt hier die Dinger da drauflegen und es muss da immer hier die gleiche Farbe sein. Das heißt, dann mache ich es eben so, wie das Spiel es mir sagt. Das kann doch nicht sein. Wir müssen doch hier das Weihnachtsspecial auch noch zu Ende führen. Und ich glaube, wir können im Moment hier gar nichts mehr machen. Also holen uns mal hier drei Karten. Und natürlich kriegen wir sofort den König, den wir nicht gebrauchen können. Wir werden das Ganze aber heute durchspielen. Das sei verraten. Das kann ich euch versichern. So viel werden wir noch investieren können in unsere Let's Plays, in unseren Spaß, denn wir sind alle Spieler. Wir stehen dafür mit unserem Namen. Also kannst du bitte mal die Fresse halten hier unten. Danke. Und wir werden niemals aufhören, bis wir dieses Spiel durchgespielt haben. Wir werden es zu 100% spielen und wir werden jedes Achievement bekommen und wir werden nicht davor zurückschrecken, eventuell auch nur eine kleine Sekunde warten zu müssen, denn wir haben unser Ziel gesteckt und wir werden es erreichen, komme was da wolle. Und selbst wenn die Karten sich gegen uns richten oder wir sogar in Ungnade fallen, dann wird alles nichts daran ändern, dass wir dieses Spiel durchspielen können und werden und sogar das Spiel auch schaffen. Und ich freue mich ganz herzlich auf eure Kommentare, wenn ihr sagt, ich schaffe das Solitärspiel in 2 Sekunden und dabei bin ich erst 12. Dann habt ihr natürlich einen Challenge ins Leben gerufen und die könnt ihr gerne auch auf YouTube stellen und in den Videoantworten mir zukommen lassen und dann können wir darüber mal reden und ich glaube, wir haben ja verloren, kann das sein? Was kann man denn jetzt hier? Ah, und wir werden natürlich niemals Also irgendwie habe ich mir das spannender vorgestellt. Egal, wir haben das Spiel durchgespielt, doch das wäre natürlich noch viel zu langsam. Das heißt, wir gehen hier in einen anderen Spielmodus. Das ist jetzt hier die zweite Herausforderung im Arena-Modus. Nämlich so wird gespielt, das Ziel von Triperk besteht darin, so viele Spielfelder wie möglich abzuräumen, indem du auf aufgedeckte Karten tippst, die entweder um einen Wert höher oder niedriger als die oberste Karte im Ablagestapel in unserem Bildschirmbereich sind. Die Karten der Farben spielen in Triepik übrigens keine Rolle. Du kannst auf dem Spielfeld jede Karte tippen, solange sie aufgedeckt und um einen Wert höher oder niedriger als die oberste Karte im Ablagestapel ist. Also können in Triepik einen hohen oder niedrigen Wert haben. Versuche hintereinander auf so viele Karten wie möglich zu tippen. Hier ist ein Beispiel für eine Folge. Bube, Dame, König, Ass, 2, 3, 2, Ass, König und Bube, Dame,
König Vision. Wenn kein Zug mehr möglich ist, tippe auf einen Zugstapel im unteren Bildschirmbereich, also hier oben, und um dir eine neue Karte geben zu lassen, wenn du den Zugstapel, das hier verbraucht hast, klicke auf das leere Zugstapelfeld, das ist hier, wo rückgängig steht, um dir ein ganz neues Spielfeld geben zu lassen, was aber nichts bringt, denn mein Computer ist jetzt so schnell, dass er das Spielfeld schon gerechnet hat, bevor es überhaupt die Aufgabe bekommt. Du kannst dir pro Spiel 2 neue Spielfelder holen, aber wenn du alle Karten auf dem Spielfeld abräumst, bekommst du eine kostenlose Geben Aktion, die nur 5 Euro im Monat kostet. Versuche so viele Spielfelder wie möglich abzuräumen, um deine Punktzahl zu erhöhen. Das Spiel ist zu Ende, wenn du die letzte Karte der Zugspitze verbrauchst und keine Gegenaktion mehr möglich ist. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Das kriegen wir schon hin, denn wir sind ja erfahrene Spieler und werden nicht auch hier davor zurückschrecken, denn wir sind die Besten auf diesem Gebiet und wir werden tun, was nötig ist, um dieses Spiel ebenfalls durchzuspielen mit allen Achievements, die man kriegen kann. Und wenn irgendjemand sagt, nein, das schaffst du doch niemals, das dauert viel zu lange, außerdem ist es monetarisiert, du bist voll geldgeil, dann sag ich ja, denn das ist der Sinn der ganzen Sache. Und wenn jemand was anderes denkt, dann könnt ihr ja gerne versuchen, es besser zu machen, aber es könnt ihr ja eh nicht, weil ihr seid ja erst 5 und habt das Spiel noch gar nicht durchgespielt. So sieht es nämlich aus und das kann ich euch auch sagen, denn ich habe nämlich recht und ich habe immer recht und wir werden niemals aufhören, ohne das Spiel durchgespielt zu haben. Wir werden sogar die letzten DLCs kaufen, alles was nötig ist, um eben einen 100% Spielstand zu erreichen, und meine KD ist viel besser, als wie du deine haben sein tust, und ich glaube, wir müssen jetzt hier unser Spielfeld erneuern, haben aber schon 65.000 Punkte erreicht. Ich glaube, da hat einfach noch irgendwie die von der Testphase da, das hat gar nicht ein neues Spiel gemacht. Egal! Das soll jetzt auch noch nicht gewesen sein, denn wenn man hier einmal hinguckt und ganz wild irgendwas anklickt, dann kommt man noch viel weiter, als wie wenn man da einfach dagegen hält. Denn ganz wichtig ist natürlich auch, dass man, wenn man eine Bahn von München nach Berlin am Flughafen nimmt, dass die schneller als ein Taxi von der Al-Qaida zu befeuern geht. Und deswegen ist der Berliner Flughafen auch so lange im Bau wie ein Eichhörnchen. Und da hätte ich natürlich reagieren müssen. Ich weiß auch gar nicht, was diese Fragen sollen, wenn jemand im Mittelfeld nicht verteidigen kann, dann ist er selbst dafür verantwortlich und wir werden diese Mannschaft gewinnen und diese WM nach Hause tragen. Denn auch diese Karte ist nicht vor unserem Ansturm gefeilt und das Ass können wir mit dem König akkrementieren und der König kann hier wieder drauf und wir haben jetzt die 2 für die 3 freigeschaltet, kriegen die zweite 2 dazu und holen uns hier natürlich die Extrapunkte mit ins Haus. Da haben wir schon einen 500er Bonus, was aber noch längst nicht genug ist, denn ihr wisst ja, wie... Ihr wisst, dass diese 5 und diese 7 niemals aufeinander kommen werden, denn kein Zug ist mehr möglich. Wir haben geschafft, den Endboss haben wir besiegt und kehren zurück in das Hauptmenü und starten nun noch einmal die Pyramide, wie die alten Ägypterfahrer ohne ständig nach Suchenborsten gefahren sind, müssen sie jetzt auch hier diese Pyramide einreichen, denn die Mumie wartet nicht auf jeden. Das Spiel von Pyramid besteht darin, so viele Spielfelder wie möglich abzuräumen, indem du auf 2 beliebige Karten tippst, die zusammen 13 ergeben, und 13 ist meine Glückszahl. Du kannst beispielsweise auf eine 6 und eine 7 oder eine 10 und eine 3 tippen, es sei denn, du tippst daneben und musst Waschmittel kaufen. Buben haben einen Wert 11 und Damen einen Wert 12. Da Könige einen Wert 13 haben, kannst du sie entfernen, ohne auf eine andere Karte tippen zu müssen. Du kannst theoretisch auch auf dein Bildschirm tippen, nur dann passiert halt nichts.
Du kannst jede aufgedeckte Karte zuordnen. Dazu zählen die Karten auf dem Tisch und die obersten Karten auf dem Zugstapel und dem Ablagestapel. Du kannst sogar die oberste Karte auf dem Zugstapel der obersten Karte auf dem Ablagestapel zuordnen. Du kannst den Stapel dreimal durchgehen, bevor kein Zug mehr möglich ist, tippe dann auf die Fallfläche Game, um dir ein komplett neues Spielfeld geben zu lassen, und du kannst auch gern anderen Leuten einen mitgeben, denn die es verdient haben. Dies kannst du zweimal pro Spiel tun, und dann du startest einfach ein neues Spiel und hast nochmal von vorne die DLCs zu kaufen. Als zusätzliche Herausforderung kannst du gegen eine Stoppuhr spielen. Das ist ganz praktisch, denn deine Stoppuhr kann keine Karten anzippen und so auch nicht das Spiel gewinnen. Wähle dazu einfach die entsprechende Option im Menü Einstellungen aus oder lass es einfach. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, eine 13 zu generieren. Es dürfen nur zwei Karten sein, oder? Wahrscheinlich. Das hier geht ja nicht, nee. Gut, dann haben wir jetzt hier die 11 und die 2. Und die 4 muss natürlich verrechnet werden mit der Dame. Nein, was hat denn dann eigentlich eine 1? Ein Ass? Oder wie? 4 plus 10 ist 13. Das weiß das Spiel nur leider nicht, weil ich als Matheprofessor, sehr ich bin, ihm es noch nicht verraten habe. Das ist jetzt natürlich, ich glaube, wir haben schon verloren, kann das sein? Ah, so geht's natürlich auch. Dann spielen wir jetzt hier eben weiter. Und sind genauso weit wie vorher. Das ist ja total langweilig. Ich meine natürlich, und die Pyramide werden sie natürlich auch auf 100% durchspielen. Ich weiß auch nicht, wie das Ganze gehen soll, wenn man zu blöd ist zu rechnen und die 9 mit der 4 nicht 13 gibt, sondern die 2 und die 10 müssen natürlich... Vorsichtige Grabung, das ist die Prämisse, das ist das, wie es funktioniert, und so müssen wir auch weiterspielen, denn jetzt bräuchten wir eine 4, eine 5, und haben die erste Reihe abgeschlossen und 25 Punkte verdient. Das ist aber nicht so wild, denn wir können ja mit unserer 13 hier noch die nächsten Punkte erreichen und die 8 und die 9, die sind natürlich das, was wir unbedingt brauchen, um da ist mal wieder 13 Punkte und wir müssen jetzt, glaube ich, langsam wieder ziehen und nicht nur die Karten, sondern auch von dannen, denn hier werden wir leider nicht fündig. Wir können nämlich nur die obersten Karten anklicken, was aber keinen Unterschied macht, denn wir haben jetzt hier schon die 50er Reihe. Wie viele Karten auf dem Ablagestapel liegen, das wissen wir leider nicht. Das ist uns aber auch vollkommen egal, denn wir schaffen das Ganze auch so, denn wir bräuchten eine 8 oder eine 9 und da sind wir genauso weit wie vorher und ich glaube, damit hat sich unser Schicksal besiegelt und wir werden das Spiel nicht fertig spielen können, denn unsere Folgenzeit ist leider auch gleich schon wieder vorbei, aber das haben wir natürlich vorausberechnet, das ist alles ganz gewollt und wir werden niemals aufgeben, niemals kapitulieren und niemals werden wir uns der Überlegenheit dieses Kartenspiels hingeben und 100 Punkte sind uns sicher, 100 Punkte in die Punktetonne, 100 Gummipunkte werden uns natürlich viel nützen. Auch diese 7 und diese 6 geben 150 Punkte noch einmal oben drauf. Und als wäre das nicht genug, haben wir das Spiel durchgespielt. Du willst mich doch verarschen. So, das war auch das. Zum krönenden Abruf können wir noch einmal hier. Fable haben wir natürlich auch von einem, ja, ich weiß, wie es funktioniert. Ich weiß, was ich machen muss. Und gerade jetzt hier im Fable-Look haben wir natürlich auch schon ein Let's Play.
Oh, geil, die Musik. Haben wir natürlich auch schon ein Let's Play dazu gemacht. Die 500 Folgen dazu könnt ihr euch gerne auf meinem Kanal anschauen. Der Link dazu auf der Beschreibung. Und wir werden nicht dafür Halt machen, auch hier 5 Milliarden zu verdienen. Und diese... Kann es sein, dass es genau das gleiche wie... Freunde, ich verabschiede mich für diese Folge. Hoffe, ihr seid in der nächsten auch so wieder dabei. In Folge 739.000, dritte Folge von Let's Play Solitär Friezel. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Nacht und etwas Schönes. Bis dann.